Der Frühling kommt in die Stadt. Kaum scheint die Sonne und schon geht es los. Es wird grün draußen und ja, auch die Blumen fangen an zu blühen. Mit diesen Frühlingsbildern möchte ich euch begrüßen zu 19 Stadtgeschehen. Dabei steht die 19 wie immer für die Kalenderwoche, in der dieses Video auf YouTube online geht. Im Hintergrund sehen wir immer noch einen kleinen Rundgang durch die Goslarer Altstadt, durch das Frühlingserwachen in der Altstadt, und lasst es uns doch noch ein wenig genießen. Mein Frühlingsspaziergang führt mich hoch im Frankenberg zum Nonnenweg, und auf dem Nonnenweg konnte ich dann noch in der Baustellenstadt Goslar eine Baustelle finden. Die Straße wird hier zwar nicht gebaut, aber der Fußweg wird neu gemacht, und ja, dann war da auch noch ein kleiner Internetfund, ein Foto von 1907. Auch hier wird an dieser Straße gearbeitet. Und ja, also auch vor über 100 Jahren war Goslar eine Baustellenstadt. Mehr gibt es dazu gleich, wenn wir weitergehen zum Breiten Tor. Ich habe es ja bereits im Intro erwähnt, Goslar, die Baustellenstadt, die Baustellenhochburg. Es ist auf den Straßen ein wenig besser geworden, nachdem der Nonnenweg hinten wieder freigegeben wurde an der Kreuzung zur Klausthaler Straße. Aber hier sind wir jetzt am Breiten Tor, und das Breite Tor wird noch eine Baustelle für eine ganze Weile bleiben, wie man hier sieht. Hier soll ja ein Kreisverkehr hinkommen, und man nutzt die Gelegenheit, gleich ordentlich aufzuräumen und alles neu zu machen. Das Ganze soll noch bis zum Herbst, Spätherbst so aussehen. Eine Katastrophe für alle Geschäfte, die sich in der Innenstadt befinden, aber für uns gibt es so manche neue Einblicke. Ich habe zum Beispiel hier in den Torbogen noch nie nach oben geguckt, und da hängt tatsächlich auch eine Lampe. Und ja, ich weiß gar nicht, leuchtet die nachts oder leuchtet die nicht? Da müsste man mal wieder hingehen, sobald diese Straße wieder in Betrieb ist. Im Goslarer Stadtteil Oker gibt es einen wunderschönen weitläufigen Stadtpark, in dem wir vor kurzem zum ersten Mal spazieren gegangen sind, denn wir wussten gar nicht, dass es hier so eine schöne Anlage gibt. In dem Park, der bereits am 23. Mai 1971 eingeweiht wurde, findet man neben großen Rasenflächen und schattenspendenden Bäumen auch zwei Teiche, die sehr urwüchsig aussehen. Angenehm überrascht waren wir über die Parkbänke, die zum Verweilen einladen, und vor allem, dass auch Abfalleimer zu finden sind. Beabsichtigt ist, den Stadtpark Oker im Rahmen der Städtebauförderung umzugestalten. Im Jahr 2018 wurde bereits eine Bestandsanalyse mit einem ersten Konzept aufgestellt, und diese führte zu einer erfolgreichen Aufnahme in das Förderprogramm Lebendige Zentren. Die Bürgerinnen und Bürger des Stadtteils Oker, aber auch der gesamten Stadt Goslar, die sollen in diese Planung mit einbezogen werden, damit man ihre Wünsche und auch Anregungen berücksichtigen kann. Uneinigkeit gibt es seit längerem schon um den Fortbestand des sanierungsbedürftigen Kiosks und der dazugehörigen Toiletten. Leider sind momentan beide Anlagen geschlossen. Und damit haben wir dann auch schon das Ende von 19 Stadtgeschehen erreicht. Ich habe hier noch ein paar Aufnahmen aus dem Greifpark in Salzgitterbad. Das ist nicht ganz das Gebiet, wo unsere Stadtgeschehen normalerweise herkommen. Aber wir hatten hier einen kleinen Dreh, und da wird es vielleicht, wenn die Aufnahmen okay sind, demnächst auch einen Vlog geben. Ich möchte mich auf jeden Fall fürs Zusehen bedanken beim Stadtgeschehen. Ein Daumen hoch wäre schön. Abonniert den Kanal, klickt die Glocke an, dann verpasst ihr keine Folge. Und teilen, damit dieses Video von vielen Leuten gesehen werden kann. Und nächstes Mal wieder einschalten, egal was wir senden, Stadtgeschehen oder ein Harzvlog. Macht's gut, tschüss.